da mit Seigelhusten meine Zweige genommen habe, zu einem neuen Netztest. Ihr erinnert euch vielleicht an mein Summer in Mara Let's Play, was ich vor einigen Jahren gemacht habe. Das ist bestimmt schon, ich glaube, das war 2019, oder? Das sind schon einige Jahre her. Und heute spielen wir im Netztest auf dem Steam Next Fest eine kleine Vorschau-Demo. Wir spielen Koa and the Five Pirates of Mara. Wie ihr erstens an dem Soundtrack und zweitens an allem anderen hier erkennen könnt, ist das ja ein kleines Summer in Mara. Ich glaube Jump'n'Run, Plattform ist es, in Jump'n'Run mit Koa, eine Hauptfigur, und wir diesmal kein Schiff-Abenteuer, sondern wir werden es gleich sehen, ein kleines Jump'n'Run, wenn ich das richtig gesehen habe im Trailer. Ich bin gehypt, ich freue mich darauf. Ich weiß nicht, wann das rauskommen soll, muss ich nachher nochmal nachgucken. Also, ich denke, das werde ich auch wieder Let's Playen. Jump'n'Run und dann mit Summer in Mara. Fantastisch. Das müssen wir ja spielen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, mein Summer in Mara Let's Play. Sehr empfehlenswert. Ganz bestimmt in der Infobox verlinkt. In diesem Video. Und wenn nicht, dann in der Endcard. Aber erstmal schauen wir hier rein. Willkommen zurück zu Summer in Mara. Habe ich gerne gespielt. Und jetzt hier Koa and the Five Pirates of Mara. Koa und die fünf Piraten von Mara. Wundervoller Soundtrack, wundervolles Spiel. Ganz bestimmt. So, ja, ich würde mal sagen, Play. Slot 1. Oh, toll. Der alte Soundtrack neu aufgelegt. Es ist in dem neuen Chibi-Look. Okay, der war auch schon vorher ähnlich, aber ich bin jetzt schon begeistert. Emergency on the Islands. Stop. Camp fast to Honey Island. Stop. Pirates are thieves. Stop. We need your help. Stop. A telegram. Aha. Oh, ich liebe diesen Soundtrack. Ich muss wirklich sagen, den Soundtrack von Summer in Mara und jetzt hier in diesem Spiel. Die Artworks, ist fantastisch. Den Soundtrack höre ich privat ab und zu mal wirklich. Mal gerne, das ist, weil das ist. Allein dieses Theme hier, dieses Marina oder so, wie das hieß. Ab und zu packe ich mir das einfach mal rein und höre das ein Weilchen. Echt nicht schlecht. Mario haben wir hier wieder. What's up, Koa? Welcome to the Koa and the Five Pirates of Mara Demo. Old smart traps navigate dangerous environments and dude, I'm not going to read this whole thing. It's already in the Steam shop description. Death. Because you don't pay me enough for this. Actually, you don't pay me at all. Anyway. I've prepared something to get you used to the controls and stuff. Are you ready? Let's get started. Jetzt spielen wir die kleine Koa. Ja, Jump'n'Run Controls. Okay. Man kennt's. Nicht besonders schwierig. Ja, ist natürlich die Leertaste, nicht A. Spielen ohne Controller.
Ja. Großartig. Na dann. Ja, und was ist das für ein Pizza? Okay, rennen. Würde man sagen, Shift? Ah ja, natürlich Shift. Was sonst? Sehr schön. Das ist jetzt noch ziemlich leicht, aber das ist auch hier das erste Level und die Demo. Okay. Ja, natürlich. Jetzt die übliche Steuerung auf dem PC. Man kriegt es auch hin, die Steuerung zu kapieren, man. Ja, man kriegt es auch hin, und man. Das zu steuern, auch wenn man ab und zu mal Spiele spielt. Vorne nur vorne. Okay. Ja, aber wie rollen wir? Ich muss dann doch noch ein bisschen gucken. Wäre natürlich netter, wenn man hier mal und die Tastatur anzeigen würde. Vorhin habe ich jetzt noch nicht geguckt. Okay, müssen wir doch mal in die Settings. Oh, wir können es auf Deutsch spielen. Sehr schön. Tastatur. Ah, okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Okay, es ist noch in Englisch. Ah, okay. Wie haben wir das gemacht? Bin ich das dadurch gedrückt zum Rollen? Verstehe ich nicht ganz, was habe ich. Ich mach's ab und zu mal. Okay. Ich glaube, ich habe es langsam raus. Mal neu starten. Da ich die Erklärung mal auf Deutsch habe und mit was los, Koa? Willkommen bei der Demo von Koa und die Five Pirates of Mara. Überwinde Fallen, navigiere durch die gefährlichen Umgebungen und hör mal, ich werde das hier nicht alles lesen. Das steht schon in der Beschreibung im Steam-Shop. Denn nein, dafür zahlt ihr mir nicht genug. Nun, ihr bezahlt mich nicht, überhaupt nicht. Punkt. Endlich, ich habe etwas vorbereitet, damit du dich an Steuerung und das Ganze gewöhnen kannst. Bereits legen wir los. Ja, hier Space, jetzt wird es mir endlich mal erklärt, wie es sein muss. Ja, Shift. Das habe ich selbst erraten. Bin ich nicht toll. Wow, PC-Spieler wählt, wie man PC-Spiel spielt.
So, jetzt bin ich gespannt, wie rollt man. Ach, wenn du Shift drückst, während du fällst, rollst du. Okay. So haben wir das gemacht. Okay. Das ist noch ein bisschen umständlich, aber okay. Shift, während du fällst. Ja, gut. Da muss noch ein bisschen die Kluft rausbekommen. Das könnte besser, aber so ist. Mit E kann ich Sachen nehmen und werfen. Okay. Puffies. Kann ich einfach gegenspielen oder wie? Die kenn ich nicht. Fantastisch. Ich liebe diesen Stil, dieses. Nee, den Stil von diesem. Ja, ist natürlich ein kleines. Ist schon irgendwie ein Kinderspiel. Ich bin mal gespannt, wie lange, wie schwer das Spiel am Ende wird. Ob wir später auch schwere Bosskämpfe oder ähnliches haben, ob wir irgendwie schwere Jump-Run-Levels haben. Oder wie das hier läuft. Das war nicht schlecht für das erste Mal. Aber mit dem, was du gelernt hast, kannst du die Demo problemlos bewältigen. Ah, okay, jetzt suchen wir mal den Ozean oder was. Kua and the Five Pirates of Mara. Oh, hier sind wir wieder. Fantastisch. Das kennen wir aus Samanara. Dreh eine Runde durch Quelis und sag mir, wie es dir gefällt. Ein Quelis war auch manchmal eine ziemliche Qual, wie der Name schon verrät. Seien Sie nicht verlegen und sprechen Sie mit den Leuten. Hat sie gerade Qua gesiezt? Hat sie mich gerade gesiezt? Ich bin sicher, Sie werden interessante Dinge sagen. Und zuerst solltest du zum Leuchtturm. Auf einmal du. Okay. Entscheidest du dich mal? Sie oder du? Und mit Saimi sprechen. Der Dev flüstert wieder was. Ah ja. Vergiss nicht, das Spiel deiner Wunschliste bei Steam hinzufügen. Schon gemacht. Das ist, bevor ich das, die Aufnahme gestartet habe und bevor ich das Spiel die Demo heruntergeladen und gespielt habe. Natürlich, sofort. Keine Frage. Das Spiel ist gewischlist gefollowt. Das ist, macht das auch, liebe Zuschauer. Fantastisch. Ich freue mich sowas von drauf. Gut, das habe ich schon gesagt. Viel Spaß. Jetzt können wir auch ein bisschen erkunden. Hallo, Caleb. Er hat wohl keine gute Laune. Das ist eine Katastrophe, diese Idioten. Kleine, kommen bessere Wannen anders wieder. Wenn das komplette Spiel rauskommt oder so. Ah, okay. Q
Guck mal, ich bereite meine Spezialitäten vor, damit du sie am Strand in der Vollgas des Spiels genießen kannst. Vergiss nicht, es auf deine Wunschliste zu setzen. Naja, hier wird uns schon gesagt. Dass wir das in der Vollversion erst kriegen. Ich freue mich drauf. Hallo Sandy, wie geht's? Wie du siehst, liege ich in der Sonne und genieße das gute Leben. In der Tat, kannst du zur Seite gehen. Du stehst mir in der Sonne. Komm wieder, wenn du den ersten Level der Demo abgeschlossen hast. Oh, okay. Das können wir hier in der Demo spielen. Mein Band wurde taub und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Wenn meine Mutter herausfindet, dass ich weggelaufen bin, wird sie richtig sauer sein. Hier ist Müll. Ich würde den Müll auf die Krabbe werfen. Rein in den Ozean damit. Scheiß auf Umweltschutz. Hier direkt in den Müll gelegt. Kriegen haben wir denn hier? Ich liebe Maulwürfe. Ich wünschte, die Welt wäre nur von Maulwürfen bewohnt. Ja, doch, können wir nicht. Schade. Auf Schiff. Na gut, dann gehen wir hier mal hoch. No, Kleiner, komm näher. Hör mal, ich habe die Idee des Jahrhunderts. Bist du bald? Bist du nicht, aber ich sag's trotzdem. Ich werde Rucksäcke verkaufen. Du verkaufst doch schon Rucksäcke. Aber diese sind anders. Ich will sie dir aus dem Plastikmüll herstellen, den die Leute hier wegwerfen. Wie findest du das? Das ist wirklich keine schlechte Idee. Ich helfe dir. Natürlich nicht. Wir müssen uns um Mara kümmern. Ich brauche 4 Stück Plastik. Spielen Sie die Level und bringen Sie mir sie zu mir. Hör auf mich zu siezen, meine Fresse. Können wir den Müll hier zu jedem bringen? Okay, da oben ist aber eine Mülltonne. Dann können wir das recyceln. Sehr schön. Das ist ein Bauernhof. Schafschwein. Hühnchen. Okay, keine Streiche zu. Wie gut gepflegt doch alle Bereiche von Quelis sind. Ecken und Winkel ganz. Okay. Geben mir Leben. Er sagt nicht. Hallo, Onzo. Ach, Onzo ist das hier. Habe ich gar nicht erkannt. Psst. Ich sehe, du bist beschäftigt. Ich bin für eine streng geheime Mission rekrutiert worden. Das ist etwas für Erwachsene, das würdest du nicht verstehen. Okay, ich störe dich nicht. Na gut, wenn du so sehr darauf bestehst, werde ich es dir sagen. Ich beobachte, wie sich der Spieler verhält, der nach Quedas kommt. Ich schreibe alles auf, was sie tun. Die Spielentwickler haben mich darum gebeten. Das nennt man Spieltest oder so. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht so genau, was das heißt. Aber es ist super wichtig. Gut, dann lasse ich dich jetzt weiterarbeiten. Halt die Ohren steif. Ich fühle mich geehrt. Bin ich jetzt ein Spieltest oder was? Hallo, ich bin ein Spieltest.
Guck mal, Manni. Können wir hier mal hingucken? Mr. Dealer. Wenn du mir keine Chicken Wings bringst, geh wieder dahin, wo du hergekommen bist. Okay, kein Brokkoli für uns heute. Sehr schade. Hast du schon die neuen Piratenfiguren gesehen? Die sind super cool. Ich brauche nur noch zwei, dann habe ich diese ganze Sammlung. Komm, tauschen mit mir Mr. Echo gegen Gerethi, den habe ich doppelt. Dann fehlt nur noch die von Talima. Aber die Maschine gibt mir immer wieder die gleichen. Die Maschine können wir nicht benutzen. Wahrscheinlich in der Vollversion dann. Vielleicht kommen wir nicht hin. Solange es ein Angel-Minispiel gibt, bin ich zufrieden. Ich habe gehört, dass man ein Rennen gegen Piraten antreten kann. Ich habe gehört, dass man in der Vollversion des Spiels mit dem Boot über das ganze Meer von Mara fahren kann. Oh, bitte nicht. So schön ich das auch in Saman Mara fand. Manchmal fand ich es auch scheiße. Das mit dem Rollen verstehe ich auch noch nicht ganz. Manchmal tun wir es, manchmal nicht. Ja. Das wäre noch vielleicht ein bisschen verbesserungswürdig. Okay, wer ist hier? Ja, wir wollen hier ein bisschen den Strand auf. Oh. Mario. Hallo, Koa. Ich schlage dir eine Herausforderung vor. Mal sehen. Wetten, du kannst die 20 Muscheln, die ich auf der Insel versteckt habe, nicht finden. Du wirst schon sehen. Nummer 1. Hier kommen wir gleich hin. Erstmal muss Muscheln suchen. Nein, dafür hatten sie wohl keine Zeit, als sie die Demo fertigstellten. Okay. Funktioniert das Fernrohr immer noch nicht? Ah, okay. Das war die Antwort darauf. Oh, es wäre genial, wenn man von hier aus den Rest der Insel sehen könnte. Erst im vollen Spiel. Auf ein bisschen was muss man sich ja noch freuen. Wie selbstironisch das Spiel auch irgendwie ist. Ich finde es großartig. Sammelst du Müllsäcke auf der Insel, Kur? Du hast da fast. Ja, das bin ich. Ich habe sie fast. Das bin ich, das mache ich. Ja, Übersetzungsfehler am Anfang hier noch. Ja, gut. Sei dem Spiel verziehen. Ich habe sie fast alle gesammelt. Muscheln muss ich hier noch suchen. Und die werden wir ja hier wohl kriegen. Nummer 3. Sind jetzt nicht so schwer zu finden. Die sind jetzt nicht so schwer zu übersehen. Wir können mit Hundi sprechen. Streicheln. Ist ja süß. Fünf. Nummer 7. Du darfst einer. Schaden gibt es hier also keinen. Aber Schaden, wenn wir ins Wasser fallen. Das ist mir doch das hier einer ist. Vielleicht haben wir schon die Hälfte. Da sehe ich doch einer.
wie immer können wir hier überall hoch. Den Lack können wir nicht mitnehmen. Okay. Ist doch hier das Anwesen von dem Rechenschnösel. In letzter Zeit ist viel auf der Insel los. Gefällt dir das nicht? Nicht so sehr. Ich hab die Menschen schnell satt. Vielleicht nehme ich Urlaub und komme wieder, wenn das alles vorbei ist. In Wahrheit kann ich Maulwürfe nicht ausstehen. Und was Briefträger angeht, fange ich gar nicht erst davon an. Ich mag keine Maulwürfe, um ehrlich zu sein. Interessant. Diese Kamera ist Abzocke, aber ich habe den Kassenzettel verloren. Oha. Das ist dann schlecht. Oh, den kennen wir doch auch. Nur schon mal 14. Blue ist das. Was ist los, Blue? Die Geister sind ein wenig aufgebracht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sich etwas anbahnt. Das Gute ist? Weiß nicht, kann sein. Oder vielleicht habe ich auch nur Hunger. Hier ist eine Energiequelle. Noch auch schon aus Samanara kennen. Da kommen wir später hin. Ich hoffe, wir treffen hier vor allem noch unseren. Also, ich weiß nicht, was euer ist, aber mein Liebling. Schon mit Samanara sehr toll fand. Ein großer Fan. Und die erste Demo von Koas neuem Spiel verpassen? Auf keinen Fall. Ja, das wäre ja auch blöd. Schatz, das sind nicht die Flitterwochen, die du mir versprochen hast. Haha, okay. Das sollten das andersrum gewesen. 15. Hallo Kleiner. In dieser Demo habe ich einige Karten mit Levels vorbereitet, auf denen du verschiedene Welten erkunden kannst. Auf welche Insel willst du reisen? Ich komme gleich wieder, wenn ich darf. Okay, ich will erstmal die Muscheln sammeln. Erstmal diese dieser Kunden. Muschel 16. Ach, hier der Abzuckermarkt. Ich erinnere mich noch. Hallo, ich bin Koa. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Weil ich nicht hier lebe. Ich heiße Boho. Dieser Bösewichter haben mich auf die kleine Insel verschleppt. Sagten etwas von dieser Großprüfung der Piraten von Mara. Keine Ahnung, aber das Ergebnis ist, dass sie mit diesem T-Shirt-Laden aufgedrückt haben. Ich habe nicht mal einen Garten, um anzufangen, mich zu nehmen. Ich kann dir dabei helfen. Ich werde nach Stoffstücken suchen und sie dir bringen. Was würdest du eigentlich tun und was kostet mich das? Nichts. Nicht? Naja, du wirst es wissen. Ich denke, vier Stück Stoff sind ausreichend. Spielen sie die Level und bringen sie zu mir. Lauf nicht zu Hitzen spielen. Trampolin. Ein Chor, das hat mich auch schon im ersten Teil in Samanara ein bisschen genervt. Ist immer so freundlich und lieb, sich einfach ausnutzen lässt. Mach mal, bring mal. Okay. Das ist der Markt, mein Freund. Kleiner, stör uns nicht. Wir sind sehr beschäftigt.
Es wird Zeit, dass hier wieder solche Veranstaltungen organisiert werden. Es bringt wieder Leben auf die Insel. Und unsere Taschen füllt es auch. Die geldgeilen Damen hier. Wir kennen es, die haben uns ganz schön abgezockt in Saman Mara. Das gab es teilweise auf woanders günstiger. Was die hier angeboten haben. So, hier ist noch eine. Nummer 19. Brauchen wir noch eine Nummer 20. Eine ist noch irgendwo versteckt. Alles wird jetzt ein bisschen tricky. Ich weiß, ein Ort, wo wir noch nicht waren. Jetzt kann ich nicht Chor. Ich bin damit beschäftigt, alle Medaillen für das Rennen der 5 Piraten von Mara zu schmieden. Okay. Dann müssen wir doch nochmal. Lass uns nochmal umgucken. Ob wir irgendwo noch eine Muschel finden. Ich mal bedenken, über Dächer springen. Ich finde da irgendwas auf den Dächern. Das Wasser sind auch noch hüpft. Hast du was gesehen? Ob das derselbe Text? Okay, eine letzte Muschel. Die waren wir schon. Wir haben die Insel rum, können wir das mal nicht. Okay, aber sterben kann man ja auch nicht. Hast du vielleicht... Hat er nicht. Versteckt die letzte. Wenn wir schon. Tja, wir werden suchen und finden. Hier gibt's Schafe. Da oben aufs Dach hoch. Das Gefühl, wir sollten auf den Dächern nachsehen.
Hier kommen wir scheinbar nicht hoch. Hallo, ich bin Mika. Ich übe mich in Hexerei. Oh, du bist eine Hexe? Wie cool. Noch nicht, aber hoffentlich eines Tages. Im Moment trainiere ich. Seit mein Spiel angekündigt wurde, bekomme ich ständig Pakete. Ach, ist auch ein Spiel. Mika hat auch ein Spiel. Wie auch immer, ich muss weiterarbeiten. Vergiss nicht, Mika and the Witch's Mountain in der Wunschliste am Steam hinzuzufügen. Wenn ich es mir merke, scheinbar auch ein anderes Spiel der Firma. Okay, auf die Dächer können wir, glaube ich, nichts. Das wird nichts. Ich kann auch nicht noch streichen. Okay, jetzt gibt es keine Muschel für. Tja. Vielleicht hinter dem Haus tot. Okay, machen wir hier vielleicht erstmal Heimatinsel. Zug zur Heimatinsel. Let's go! Ah, hier haben wir jetzt einen Muscheln. Okay. Mein Ohr juckt. Muss ich mal ein bisschen kratzen. Hier ein typisches Jump'n'Run. So ein bisschen im Stil von. Du bist schon welchen Abenteuer, das mit dem Klempner. Mit dem weltberühmten Klempner. Die Heimatinsel, der alles begann. Mein Kraft haben wir noch nicht getroffen. Oh nein, eine Muschel. Achso. Ich muss gleich. Ein kleiner Parcours. Oh, da gibt es eine Plastiktüte. Den müssen wir mitbringen. Schön aufräumen hier. Okay. Ja, ich gleich hin. Achso. Knopf haben wir gedrückt. Dürfte jetzt nicht so schwer sein. Und Treppe. Ah, das ist es. Das ist doch der Charakter. Vielleicht finden wir ihn auf dieser Insel hier. Ha.
als Secret versteckt. So, oh, zwei Sachen haben wir schon gefunden. Einen fehlt uns noch. Okay, hier, Blumenbeet. Kommt ihr aber hier sehr unbekannt vor. Ah, der wäre abgeschlossen, oder was? Zuzheimatinsel. Ne, ein Ding haben wir vergessen. Das ist ja meine neue Karte. Neues Rennen wurde freigeschaltet. Komm und sieh es dir an. Die Marine. Ruinen des Kontrollraums. Oha. Da sind wir nicht reingekommen in Samanara. Schlüssel dazu haben wir nie gefunden. Vielleicht kommt man da rein, aber ich war vielleicht ein bisschen zu blöd. Öffnet sich die Tür. Was haben wir denn hier? Kann ich mitnehmen? Okay. Interessant sieht es hier aus. So, hier ist der Checkpoint. Level. Na toll. Direkt vom Checkpoint. Ich bin ein Held. Das ist ja noch nicht so schwer, als man jetzt fürchten würde, man käme nicht mehr hin. Kontrollpunkt. Autsch. Autsch. Den haben wir schön. So, mach die Kiste kaputt. Da kommt schon. Oha. So, weiter muss schon einsammeln. Die bringen bestimmt noch irgendwas. Als Währung oder so. Bisschen zerstören. Oha, der ist nur fast runtergefallen. Aber nur fast. Wir brauchen hier noch irgendwo drei Schlüssel. Da oben ist einer.
Autsch. Immer Checkpoints. Nächste Schlüssel. Hier ist ein Stofftuch. Brauchen wir später noch. So, 66 Muscheln haben wir ja schon. Wenn die Muschel reichen. Zwei Schlüssel fehlen noch. Einen waren wir ja schon in der Nähe. Ja, hier. Immer durch. Oh, war ja. Ja, komm, wir öffnen diese Tür. Ach so, springen können wir. Das ist das Geheimnis. Jetzt vielleicht auf der anderen Seite. Dicht 12 ein. Schlüssel kriegen wir noch. Ganz in der Luft. Oha. Das sah ja gefährlich aus. War es aber nicht. Ruin des Kontrollraums. Ja, das könnte man noch besser machen. Noch mehr Sachen finden. Neue Karte. Okay, das sind die. Landestelle Piraten und die schwarze Vulkanik können wir noch. Ich erinnere, haben wir hier aber noch eine Muschel zu suchen. Jetzt sind wir hier doch noch hier irgendwo. Hast du irgendwo Muscheln? Hm.
ja. Offensichtlich. Leuchtet da nicht irgendwas, was Muschel in der Art hier aussieht? Die anderen. Ihre zwei Levels. Warum nicht? Die Klippe, Landestelle der Piraten. Da sind dann wahrscheinlich noch viel mehr Levels. Im Spiel. Gehe ich mal davon aus, dass hier nicht nur 5 Levels gespielt werden können im Hauptspiel. Okay, der eine Flankentyp, der sollte mal hin. Wir müssen, nachdem wir das erste Level geschafft haben, was geben. Fast das Wasser. Wir badet haben es heute noch nicht. Jo, hier kommen wir. Ne, da können wir nicht durch. Spannt nur blau. Passt. Ja. Ganz am Anfang sehr schön. Nicht. Die Geschichte hier schon wieder. Tja, jetzt unkonzentriert hier beim Spielen. Bin müde. Okay, ein Tuch haben wir bekommen. Ist ja schon da. Okay. Ist wahrscheinlich ja, eine Heilung drin.
Gut, jetzt mal hier rüber. Aber ja. Ich gebe tot. Ich gebe tot. So, bring das schnell hinter dich. Ich schwimme ins Wasser. Auch was im Hafen. Verdammt, ich hab kein Checkpoint. Das ist schon ein bisschen hart. Ich kann. Das ist fast. Ich fass es nicht. Check the points. Und da meinte ich den Napo. So ist der, glaube ich. Haben wir noch gar nicht nur zugesehen, außer hier im Check-Menü. Save-Menü. Und Checkpoints. Bomben. Bomben. Oha. So eine extreme Bombe. Jetzt müssen wir hier noch einen übernehmen. Könnten wir schaffen. Ja. Ja, komm. Ja.
Okay, das Level war schon leicht schwerer. Für mich Jump'n'Run Noob. Ich habe schon ein paar Mal gefehlt. Und nur weil ich unkonzentriert war. Dann höre ich Kratze. Letzte Karte hier. Schwarzer Vulkan. Und brennt darauf. Oha. Hier ist noch nicht viel Vulkan. Ich stimme mich blöd an, beim Kisten durch zu springen. Wir können hoffentlich von den gesammelten Muscheln irgendwas ausgeben. Jetzt schon Checkpoint? Ich glaube es ja kaum. Oha. Ein Rennlevel. Uha. Das war knapp. In Speed Level. Uha. Checkpoints. Da wird es für Kleinkinder vielleicht ein bisschen anspruchsvoll. Ein bisschen anspruchsvoller. Und für Noobs wie mich. Uha. Das war ja knapp. Als ob. 2 Meter vom Ziel. Solche Level hasse ich eigentlich in anderen Jump-Runs. Aber ja. Das wird dann lustig. In der Vollversion, nicht das Let's Play. Einige lustige Fails. Ich schaffe noch Spiele. Ach du Scheiße. Solche zum Beispiel hier. Hier das letzte bisschen bis zum Ziel müssen wir noch schaffen. Ich würde sagen, großartiges Game. Uha! Kann man sich antun. Ich bin hyped. Ah, okay. Bin jetzt durch hier. Geschafft. Oh, na popo. Keine Figur. Brenner auf. Abgeschlossen. Ja, aber brauchen wir gar nicht zu gucken. Eine neue Karte. Was noch eine?
Vielen Dank fürs Spielen. Was dir gefallen hat, kannst du Core und The Five Pirates of Mara in deine Wunschliste auf Steam hinzufügen. Ja, sehr gerne. Schon passiert. Vielen Dank fürs Spielen. Mit diesem Geheimcode können wir uns ein exklusives Kostüm der finalen Version von Core and The Pirates of Mara freischalten. Hehe. Unten, rechts, oben, links, oben, unten. Das war doch irgendwie, ich glaube, war das nicht. So, Monkey Island und die Anspielung. Das ist, glaube ich, das erinnert mich irgendwo. Das ist dieses. Das kenne ich, das kommt mir bekannt vor. Joa. Na, sehr schön. Gefällt mir. Glaube ich, nach oben sollte sich auch gefallen haben. Das letzte Test. Ja. Danke fürs Zuschauen. Das war die Demo-Version von Core and the Five Pirates of Mara. Ich freue mich auf Let's Play. Da sind wir natürlich wieder mit dabei. Wishlisten, Leute. Das bringt den Entwicklern sehr viel. Dann werden sie besser gelistet auf Steam. Wenn es wishlistet, macht es unbedingt. Und ja, spielt die Demo mal selbst, wenn ihr wollt. Habt noch einen tollen Tag, haut rein, bis zum Let's Play oder bis zum nächsten Video.